Guten Abend, Jungs und Mädels. Ich würde mal sagen, dann begrüße ich euch zu einer weiteren Runde. This War of Mine, The Little Ones. Tag 7. Sind es ja nur noch 13 Tage. So, sehr hungrig und müde. Gehst du erstmal pennen? Ums Essen kümmere ich mich noch. Bei der nächsten Plündertour. Nur sehr hungrig. Bist sehr hungrig und müde, dann gehst du auch ins Bett. Gucken, ob ich das jetzt aufrüsten kann. Ja. Wunderbar. Mal gucken, vielleicht kommt der Händler jetzt auch wieder. Oh ne, jetzt brauchen wir wieder Kisten für die Säge, ey, ich fasse es nicht. Kisten brauchen wir auf jeden Fall wieder. Erstmal brauchen wir Nahrung und dann Kisten. Dann können wir hier auch diesen Filterboden, dann können wir es auch weiter erweitern. Mal gucken, was hat unser Inventar. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen was zu verscheuern. So, was ist jetzt hoch im Kurs? Die Kaffeepreise sind wieder normal. Ja, dann wollen wir mal eine Runde warten. Mal gucken, vielleicht kommt noch ein Händler. Wir haben auch von Nachbarn noch keine Belohnung gekriegt. Das kam bis jetzt ja auch noch nicht. Ja, dann mache ich mal einen kurzen Break, während ich warte. Und dann, wenn es in die Nacht geht, mache ich wieder an. So, ich habe jetzt eben erstmal Alkohol angeschmissen. Und dann beenden wir mal den Tag. Händler kam nicht. Stehst du wieder wache? Du kannst schlafen. Dich nehmen wir zum Plündern wieder wie immer. Na, wer braucht denn die Kisten? Hier ist bombardiertes Haus, ist so gut wie alles raus. Na, hier, das war das, glaube ich, zerstörter Wohnblock. Genau, da holen wir uns jetzt hier die Vorräte, damit wir hier unsere Säge basteln können. Und uns Vorräte besorgen können. So, hier ist Essen. Essen brauchen wir auf jeden Fall. Brauchen wir Kisten. Für die Säge brauchen wir, glaube ich, auch Waffenteile. Die nehmen wir dann auch gleich mit. So, dann können wir wieder los. Das ist halt der Vorteil, wenn man alles soweit dann schon rausgeräumt hat, alles auf eine Stelle, dass man dann einfach nur noch hinlaufen muss, sich die Sachen einpacken braucht, die man braucht auf dem Standort und dann wieder los. Aber manchmal sind die Standorte auch gesperrt. Also es ist manchmal so, da kann man zu einem Standort, aber zum anderen nicht mehr und andersrum, Tag 8. Deswegen ist es wichtig, dass das alles einigermaßen passt und getimt ist.
Wir wurden geplündert, okay. Verjagt. Sehr hungrig, müde. Gut, Essen habe ich ja mitgebracht. Aber nicht viel. Dann müssen wir mal gucken, dass wir noch mehr kriegen. Ess erstmal. Können ja auch krank werden, das haben wir bis jetzt ja noch nicht gehabt, so sozusagen wie eine Erkältung. So, dann gehst du ins Bett. Bist du noch hungrig? Bist noch sehr hungrig. Und müde, dann gehst du auch ins Bett. Das Alkohol kann ich erstmal rausnehmen. So. Lichter auf dem Weg. Dann hier runter. So. Schlecht geschlafen, sehr hungrig. Naja, ist klar, dass er schlecht geschlafen hat, wenn man überfallen wird. Oh, der Händler. Es gibt auch einen Charakter, der ist sehr gut im Handeln. Also jeder Charakter hat so seine Stärken. Der Koch zum Beispiel, der kriegt auch bei dem Herd mehr Nahrungsmittel raus als die anderen. So, es ist keiner verletzt. Wir brauchen keine Bandagen. Heilmittel haben wir noch. Was haben wir hier? Das ist Tabak. Kaffee. Also sind das nur Essen und das andere ist nicht mit drin. Ne? Achso, ist nur im gekochten Zustand genießbar. Wie viele Kugeln haben wir noch? Oh, noch genug. Brauchen wir nicht. Waffenteile. Gut, dann einigen wir uns so. Dann kannst du wieder abzischen. So. Gucken wir hier erstmal mal wegen Wasser. Ja, können wir machen. So, Wasser läuft. Nehmen wir mal den Herd fürs Kochen. Dann wird unsere Nahrungssituation etwas besser. Ich muss jetzt aber gleich auch erstmal nach den Sägen gucken. Nicht, dass mir da was fehlt dann. Weil sonst kann ich ja wieder alles vergessen. Du bist sehr hungrig, du kannst oben erstmal was essen oder guckst mal, ob du hier kochen kannst. Dann brauchen wir noch Wasser und Brennmaterial und sowas. Erstmal nach der Säge gucken jetzt. Ja, davon brauchen wir eigentlich 3 Stück. Die können wir sogar herstellen, wunderbar.
Aufstieg ist erst durch Filter möglich. Alkohol. Fehlt Wasser und Brennstoff. Brennstoff können wir mal zwei hier produzieren. Wasser kriegen wir ja von hinten. Durch die Filtergeschichte. Produzieren wir gleich noch einen Filter, dann haben wir eine doppelte Lage. Komplett alles soweit. Wo ist denn der Filter, den wir brauchen? Steht ja gar nicht mit drauf, oder? Sehe ich jetzt komischerweise nicht. Dann müssen wir erst das upgraden, dann kriegen wir den Filter und dann können wir das upgraden. So wird das wohl laufen. So, haben wir das. Wie sieht es hier mit dem Upgrade aus? So, dann müssen wir erstmal wieder Kisten holen, aber dann geht das. Achso, das Wasser ist fertig gleich. Können wir nochmal produzieren? Ups. Jetzt habe ich vor dem Händler gar nicht geguckt, was das Radio sagt. Na gut, jetzt ist es zu spät, aber wir können noch mal reingucken. Ja, immer noch die Kaffeegeschichte. Brauchen unbedingt Kisten, damit wir hinten das ausbauen können. Dann können wir das andere wieder weiter ausbauen. So, Alkohol läuft, Wasser läuft. Und so weiter ist ausgebaut. Gut, dann können wir den Tag erstmal beenden. So, du hast schlecht geschlafen, du gehst ins Bett. Du stehst Wache und du plünderst. Gehen wir in den zerstörten Wohnblock. Ich denke, da kriegen wir am meisten noch raus. Nehmen wir mal zwei Sägen mit. Dann gehen wir nachher noch in das eine Haus da, was da noch ist. Und holen uns dann den Rest noch. Dann gehen wir erstmal ganz hoch. Oh, hochprozentiger und Gewehrteile. Gewehrteile, das ist super. Da kann ich jetzt endlich ein Gewehr bauen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich müsste dafür nochmal aufrüsten. Aber dann könnte ich ein richtiges Gewehr bauen. Richtig mit Schrot, Munition oder so. Und dann geht's richtig ab. Dann haben die so mehr oder weniger keine Chance mehr, mich zu überfallen und zu überraschen. Aber dafür muss ich erstmal das andere noch aufrüsten. Läuft's doch rund hier. Das mit den Gewehrteilen ist gut. So, wollen wir mal hier aufmachen. Jawohl. Dann haben wir jetzt alles soweit. Und nur gucken, was wir mitnehmen.
Verletzt ist keiner. Essen ist wichtig. Falle haben wir noch nicht gebaut. Gewehr und sowas können wir noch nicht bauen. Da müssen wir erst noch aufrüsten. Zucker können wir mitnehmen. Wasser können wir mitnehmen. Können wir wieder Alk machen. Waffenteile sind gut. Kartons auf jeden Fall. Beschädigter Helm, okay, krass. Den nehmen wir mal mit. Mit einer beschädigten Waffe. Und dann gucken wir mal, ob das was wird an den Schnaps zum Tauschen. Ja, mal gucken, was wir dann bauen können. Mal gucken, was zwischenzeitlich passiert ist. Ja, und dann würde ich erstmal sagen, bis denn dann. Entweder zu einer nächsten Folge oder zu einem anderen Game.